In der Türkei, da sind wieder Wahlen nächsten Monat, Kommunalwahlen, und die Türkei ist in einer Wirtschaftskrise. Und sowas wird eigentlich immer gern der Regierung angelastet. Und bei uns ja auch, da liest man auch viel drüber, türkische Krise momentan, das ist die Schuld von Präsident Erdogan, von seiner Politik. Das ist alles falsch, alles auf Pump finanziert und so weiter. Aber wir stellen uns heute die Frage, stimmt das denn so überhaupt? Wir haben uns mit der Türkei viel beschäftigt letztes Jahr. Es war ein extremes Jahr für die Türkei. Inflation ist hochgeschossen und die Lira ist eingebrochen. Und da geht es natürlich, wenn sowas passiert, immer auch um die Regierung Erdogan. Welche Rolle hat die dabei gespielt? Die Wirtschaftspolitik. Ist Erdogan schuld an dieser Krise? Das schauen wir uns heute genauer an. Und da will ich gleich mal sagen, ganz am Anfang, das ist hier natürlich kein Erdogan-Wahlspot oder keine Wahlkampfhilfe, das ist also nicht mein Anliegen. Aber genauso wenig ist es ein Beitrag, in dem jetzt irgendwas schlecht gemacht werden soll. Die türkische Wirtschaft oder die Türkei sogar an sich, so wird das nämlich auch manchmal gesehen von Zuschauern, habe ich gemerkt, dass da irgendwie die Türkei runtergemacht werden soll oder so, wenn man da spricht über die türkische Wirtschaft oder über die Krise auch, die ja da ist. Aber das ist Unsinn, darum geht es hier nicht. Es geht hier darum, es ist der Versuch, dass wir das einschätzen, die ganze Lage, und das hauptsächlich aus der Sicht von Anlegern. Und es ist auch, wie gesagt, ein Versuch. Man kann da immer unterschiedliche Meinungen haben, natürlich, aber es ist auf jeden Fall so, die Türkei wirbt um ausländische Anleger und die Türkei braucht auch ausländische Anleger. Und darum ist es wichtig und es ist auch legitim, dass wir uns das jetzt hier anschauen, und zwar vor allem aus der Anlegerperspektive. Was ist da los? Was haben wir da vor uns in der Türkei? Erdogan ist als Ministerpräsident in der Türkei angetreten 2003. Und die Türkei, die türkische Wirtschaft, die war damals in einem furchtbaren Zustand. Die Inflation war vorher 10 Jahre lang fast immer über 60%. 2001 gab es dann eine schwere Krise, die Staatsverschuldung war hoch, es kam fast zu einer Staatspleite und der IWF hat damals die Türkei retten müssen. Das war die Lage damals. Damit war die neue Regierung Erdogan konfrontiert. Und was inzwischen passiert ist, das sieht man, wenn man mal die Zeit damals und die Zeit heute mehr oder weniger vergleicht. Also nimmt man jetzt mal das Jahr 2000 bis 2017. Dann hat sich das Bruttoinlandsprodukt, das türkische in Dollar, in der Zeit fast verdreifacht. Es ist gestiegen von 270 Milliarden auf 850 Milliarden Dollar. Das Durchschnittseinkommen in der Türkei hat sich auch verdreifacht in der Zeit, und zwar kaufkraftbereinigt. Und gleichzeitig haben wir gehabt viele Verbesserungen, vor allem in der Infrastruktur, also Straßen, Schulen, Krankenhäuser und so weiter. Da gab es also überall große Fortschritte und das ist auch relativ unbestritten und unbestreitbar. Und nehmen wir mal an, Erdogan wäre jetzt zum Beispiel letztes Jahr nicht wiedergewählt worden. Also wenn er jetzt in der Krise, die wir dann hatten, nicht mehr dran gewesen wäre als Staatschef, dann wird wahrscheinlich in den Geschichtsbüchern irgendwann mal später stehen in Zukunft, ja, die Zeit unter Erdogan, das war wirtschaftlich ein goldenes Zeitalter. Da ging es wirklich aufwärts, da ist es viel besser gelaufen als in der Türkei früher. Es ist natürlich nicht so, Erdogan ist immer noch Präsident und damit steht er natürlich immer noch in der Verantwortung. Wenn man diese 15 Jahre mal nimmt, es relativiert sich insofern, weil er in vielen Schwellenländern weltweit aufwärts gegangen ist. Also in Asien, da ist es ja auch noch mal stark aufwärts
gegangen seit dem Jahr 2000, aber in der Türkei ist es eben besonders stark aufwärts gegangen in dem Zeitraum. Und das muss man eben auch mal sagen. Und da denken jetzt viele, ja, das war doch garantiert Wachstum auf Pump, weil das hört man ja auch sehr oft. Aber wenn man sich die türkische Staatsverschuldung anschaut, ja, Staatsverschuldung zum Bruttoinlandsprodukt, hier seit 2009, die Daten sind von Trading Economics. 2009, das war für die Türkei auch nochmal ein Jahr, das nicht einfach war. Da war die Finanzkrise, globale Finanzkrise, das hat alle hart getroffen. Und da war die Verschuldung damals zum Bruttoinlandsprodukt bei 44%, aber sie ist seitdem stark runter. Und 2017, da war sie dann nur noch bei 28% vom Bruttoinlandsprodukt. Es haben sich viele Länder nochmal verschuldet während der Finanzkrise, aber die meisten Länder haben diese Schulden nicht mehr abgebaut seitdem. Das kann man aber von der Türkei nicht sagen, zumindest im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt. Die Schulden, die sind dann eben doch wieder seit der Finanzkrise stark runtergegangen und sind auch im internationalen Vergleich sehr, sehr niedrig, also viel niedriger als zum Beispiel in Deutschland. Und von 2018 haben wir natürlich die Zahlen noch nicht. Da ist die Verschuldung mit Sicherheit wieder höher gewesen, weil es gab ja jetzt auch die Krise und man hat in der Türkei Steuern gesenkt, es gibt neue Konjunkturprogramme und das ist ja auch alles teuer und das kostet Geld und die Zinsen auch. Die Zinsen, die der türkische Staat jetzt zahlen muss, die sind ja auch viel höher, als sie vor einem Jahr noch waren beispielsweise. Und deswegen würde ich sagen, die Verschuldung 2018, die ist ganz sicher wieder gestiegen zu 2017, aber trotzdem, wir sind noch weit davon entfernt, dass man da jetzt sprechen könnte von Überschuldung oder sowas. Also bis es dahin kommt, da müsste die Krise wirklich noch lange dauern. Und momentan ist es so nicht absehbar, dass man da von Überschuldungsgefahr spricht oder von Pleitegefahr oder sowas. Und es gibt auch gewisse positive Entwicklungen inzwischen wieder. Also ganz wichtig ist natürlich, dass sich die Lira wieder stabilisiert hat. Die steigt wieder seit August. Dann Handelsbilanzdefizit. Das hat sich verringert zumindest mal 2018 um 25%. Dann haben wir Entwicklungen wie zum Beispiel im Tourismus, der profitiert ja sehr von der schwachen Lira, das haben wir auch gesehen letztes Jahr, aber die Exporte allgemein auch, also Exporte sind auch insgesamt um 7% gestiegen 2018 in Dollar. Und der türkische Maschinenbau jetzt aktuell im Januar, der hat sogar ein Exportwachstum geschafft von 12% im Vergleich zum Vorjahr. Das ist für die große, breite Binnenwirtschaft jetzt noch nicht so bedeutsam. Das bringt erstmal alles nicht so viel und der Bevölkerung geht es deswegen trotzdem nicht besonders gut momentan. Aber trotzdem, solche Sachen müssen wir auch beobachten, solche Veränderungen bei der Lira oder Handelsbilanz, Leistungsbilanz, ob es da nicht vielleicht doch noch ein paar mehr Fortschritte gibt in nächster Zeit. Und das machen wir hier natürlich auch bei Zukunftsmärkte. Wir decken die Türkei ja intensiv ab und das machen wir auch in Zukunft. Und wenn Sie das interessiert, wenn Sie da dranbleiben wollen, dann Kanal abonnieren und bei der Anmeldung Glocke drücken auch gleich. Da kriegen Sie dann auch unsere neuen Türkei-Beiträge immer brühwarm mit. So, wenn das jetzt mit der Staatsverschuldung nicht so wild ist in der Türkei, warum redet dann immer jeder von Wachstum auf Pump und warum hat es dann letztes Jahr so diese Flucht gegeben aus der Lira? Es geht da nicht um die Gesamtverschuldung, es geht um die Auslandsverschuldung, um die Verschuldung in ausländischer Währung. Und es geht, wenn man über die Türkei spricht, auch meistens nicht um den Staat, sondern es geht um die Verschuldung insgesamt, also auch Unternehmen und Privathaushalte. Und das ist eine Grafik vom Wall Street Journal, Stand ist 2017.
Und da sieht man die Gesamtverschuldung in ausländischer Währung. Da steht die Türkei weit oben. Da ist sie noch über Südafrika, Mexiko, Argentinien und so weiter. Und da geht es auch nicht so um den Staat. Da geht es um türkische Unternehmen und um türkische Banken auch. Und das hat den Anlegern Angst gemacht letztes Jahr, neben der Inflation natürlich. Weil man weiß, wenn die Lira eben stark fällt, dann wird es für die Unternehmen viel schwieriger, dass sie die Schulden zurückzahlen, die sie haben, in Euro oder in Dollar. Und wenn eine Währung, so wie es letztes Jahr war bei der Lira, wenn die mal angeknackst ist und man weiß sowas, dann ist das ein Brandbeschleuniger. Wenn man die externe Verschuldung hat, die relativ hoch ist. Und genau das Problem haben wir dann auch gehabt. Also die Lira ist ja stark gefallen zum Euro und zum Dollar. Und die Schulden, die die Unternehmen haben, die sind dadurch jetzt auch viel höher. Also die Schulden in ausländischer Währung. Die liegen geschätzt bei 330 Milliarden Dollar ohne die Banken. Und das wird relativ schwer, das die nächsten Jahre abzustottern. Aber ist die Regierung da schuld? Da würde ich sagen, das ist nur sehr bedingt. Die Erdogan-Regierung hat tatsächlich 2009 die Verschuldung von Unternehmen in ausländischer Währung erleichtert. Das ist schon so, vor allem für große Unternehmen. Und das ist im Nachhinein natürlich problematisch. Aber das ist ja in anderen Ländern auch nicht anders. Das ist ja in anderen Ländern auch nicht verboten. Und die Türkei ist kein sozialistisches Land. Die hat also ihre Unternehmen nicht gezwungen, dass sie das machen. Das Problem war eher der große Zinsunterschied, relativ hohe Zinsen in der Türkei, damals ja schon im Vergleich zumindest zum Dollarraum und zum Euroraum, wo das Geld eben sehr billig war und billig zu bekommen war, wegen der niedrigen Zinsen natürlich. Trotzdem, die Unternehmen hätten das nicht machen müssen natürlich. Uns gehören bei solchen Krediten natürlich auch immer zwei dazu, weil auf der anderen Seite, da stehen ja die Banken oder da steht der Kapitalmarkt. Der hätte das den Unternehmen ja auch nicht geben müssen, das Geld, oder nicht so billig geben müssen, wenn man der Meinung gewesen wäre, das ist viel zu riskant mit der Türkei, mit ihrer externen Verschuldung. Und es gab auch immer schon Leute, die da gewarnt haben vor sowas, also schon länger, aber es ist eben auch immer so, das Risiko, solange alles gut läuft, das sieht man nicht oder das will man nicht so sehen, bis es dann akut ist und bis es dann zu spät ist. Und da war die Erdogan-Regierung mit Sicherheit auch relativ lax, die wollte das auch nicht sehen und da war auch viel Selbstüberschätzung teilweise dabei in all den Jahren. Aber es ist eben auch ein Finanzmarktproblem und zwar in hohem Maße, weil mal hat man so einen Anlageraum wie die Türkei und das ist dann ganz toll, mal ist es ganz toll und da muss man unbedingt dabei sein und dann ändert sich aber die Wahrnehmung und ich sage ganz bewusst, die Wahrnehmung ändert sich, weil die ändert sich ja dann als erstes immer und dann zieht man dem Land plötzlich den Boden weg unter den Füßen und das passiert vor allem mit den Ländern, die man irgendwie wahrnimmt als anfällig oder als besonders abhängig von ausländischem Kapital und da gehört die Türkei natürlich dazu, weil im Land selber war eben nicht das Kapital da, das man gebraucht hat fürs Wachstum und man hat, was die Türkei betrifft, ja auch immer die Krisen von früher vor Augen gehabt irgendwie und solche Länder, wenn sich da dann die Wahrnehmung ändert, wenn sich die verschlechtert, wenn die negativ wird, dann ist das Desaster eigentlich oft vorprogrammiert schon. Und die Erdogan-Regierung, die hat das vielleicht noch beschleunigt durch unglückliche Äußerungen in der Krise. Aber ich frage mich trotzdem schon, was kann eine Regierung in so einer Lage dann überhaupt noch machen? 2018, wie schon oft erwähnt, hier war ja sowieso der Klassiker für sowas wieder, auch für andere Länder. Argentinien zum Beispiel hat es ja auch ganz schwer erwischt, obwohl wir in Argentinien eine Regierung dran haben, die ja eine marktfreundliche Politik verfolgt und was ja eigentlich am Finanzmarkt auch sehr gut ankommen müsste, hat aber letztes Jahr
nichts geholfen. Die Inflation ist hochgegangen letztes Jahr und dann ging es sofort wieder los. Und Argentinien hat jetzt einen Leitzins von 60%, also noch viel höher als in der Türkei. Und Argentinien ist jetzt wieder beim IWF. Nicht, weil die Wirtschaftspolitik so total falsch gewesen wäre, sondern weil das Land wahrgenommen wird einfach als anfällig. Und das ja auch nicht nur bei den ausländischen Anlegern, sondern natürlich auch bei den inländischen Anlegern, bei der Bevölkerung. Die rennt auch gleich los in der Krise jedes Mal und kauft Dollar. Und das ist in der Türkei auch ganz ähnlich. Die inländischen Marktteilnehmer sind dann eben auch alarmiert. So haben sie es gelernt. Und die spielen ja am Kapitalmarkt auch eine große Rolle. Die gehören ja auch dazu. Und das ist die Eigendynamik in solchen Krisen. Und wie gesagt, ich weiß manchmal nicht, was man da als Regierung noch machen soll in einem Schwellenland, wenn sowas kommt mit großer Wucht. Und das ist zum Teil auch ein Systemversagen. Und das habe ich hier auch schon oft gesagt. Das ist die Folge davon, dass die Anleger, die Schwellenländer und die westlichen Industrieländer so unterschiedlich wahrnehmen, dass sie teils eben auch falsch wahrnehmen oder zumindest mit zweierlei Maß jeweils messen. In der Krise, auf dem Höhepunkt der Krise, da hat die Erdogan-Regierung in der Tat schwere Fehler gemacht. Das haben wir ja auch schon behandelt, vor allem beim Leitzins, bei der Notenbankpolitik, das Notenbankthema. Man hat am Markt Angst bekommen müssen, dass die Notenbank nicht unabhängig bleiben wird, dass sie nicht das machen kann in Zukunft, was sie machen muss. Erdogan hat natürlich einen Grund, dass er keinen hohen Leitzins haben will, dass er keinen Leitzins von 24% haben will. Er will nämlich keinen wirtschaftlichen Zusammenbruch. So einfach ist das. Und er ist natürlich auch nicht der einzige Politiker, der seine Notenbank angreift für Zinserhöhungen. Gibt es da zum Beispiel auch noch Donald Trump als schönes Beispiel momentan. Aber was er eben gesagt hat und was er gemacht hat, das war auf dem Höhepunkt der Krise. Und man traut ihm eben auch zu im Ausland, dass er die Notenbank wirklich antasten könnte. Und dementsprechend war das ein schwerer Fehler. Und wie es da weitergeht mit der Notenbank, mit dem Notenbankthema, mit der Unabhängigkeit der Notenbank, das ist noch nicht gegessen, sondern das bleibt auch für die Zukunft sehr, sehr wichtig und für die Stabilität der Lira natürlich auch. Und es gibt jetzt auch die Wirtschaftspolitik, die wir momentan haben, was da so gemacht wird, zum Beispiel die Inflationsbekämpfung, die sehr aggressiv ist, wo ja zum Beispiel auch gegen Händler vorgegangen wird und so weiter. Das sind auch Themen, die sind schwierig, das sind zweischneidige Dinge und natürlich auch immer die Außenpolitik, Konflikte mit dem Westen, die schaffen wir heute gar nicht mehr. Dazu gibt es viel zu sagen. Und das schaffen wir vielleicht auch in einem nächsten Türkei-Beitrag hier mal. Aber vorerst vielleicht nur eins. Also politische Konflikte sind natürlich wichtig, die spielen natürlich immer eine Rolle. Aber auf der anderen Seite, man darf es als Anleger auch nicht zu hoch hängen. Es ist schon wichtig, wenn es um die Türkei geht, aber momentan ist es nicht entscheidend, die außenpolitische Lage. Man darf als Anleger auch nicht gleich die Rechnung aufmachen. Wenn es politische Konflikte gibt, kommt es automatisch zur Kapitalflucht. Wenn das so wäre, dann dürften manche Länder gar kein Geld am Kapitalmarkt mehr kriegen und das ist aber auch nicht so. So, und was mache ich als Anleger jetzt mit der Situation? Ich habe hier früher schon gesagt, vor einiger Zeit schon, dass ich türkische Anleihen interessant finde, Bonds in Lira wegen der hohen Verzinsung. Das ist natürlich spekulativ, das ist ganz klar, aber wer es gemacht hat in letzter Zeit, der ist damit nicht schlecht gefahren. Im Gegensatz dazu, türkische Aktien, da wäre ich immer noch vorsichtig. Also ich glaube nach wie vor, die Türkei wird die Inflation in den Griff kriegen oder sie kann die Inflation in den Griff kriegen in den nächsten Monaten. Die wird wahrscheinlich sinken, sofern sich alle da vernünftig verhalten. Und das spricht meiner Meinung nach für Anleihen, jetzt wo der Zins eben sehr, sehr hoch ist. Aber die Krise, die Konjunktur, das ist schwer. Da sitzt der Schock natürlich tief. Da sind wir mittendrin gerade und das kann auch noch schlimmer werden.
in den nächsten Monaten. Wer das mal vertiefen will, da geht es zum Beispiel drum in meinem Türkei-Beitrag vom Oktober. Und man muss aber auch sagen, auch die türkischen Aktien, die sind trotzdem auch gestiegen. Die steigen seit Anfang Januar und zwar ziemlich stark sogar, weil sie sehr günstig sind natürlich. Aber trotzdem, ich bin für türkische Aktien eher erstmal vorsichtig. Und zurück zur Ausgangsfrage, ist Erdogan jetzt an allem schuld? Da würde ich sagen, die türkische Regierung hat auf jeden Fall Fehler gemacht vor der Krise und schwere Fehler sogar während der Krise, und sie verhält sich momentan auch nicht ganz richtig, zumindest aus Kapitalmarktsicht kann man das so sagen, da kann man einiges kritisieren, aber trotzdem, ich würde sie zum Teil von dieser Schuld an der Krise zum Teil auch freisprechen. Sie hat vielleicht Vertrauen verspielt, das sie jetzt wieder herstellen muss, das ist mühsam. Aber was sie gemacht hat, das rechtfertigt nicht das Ausmaß von dieser Krise, das Ausmaß von diesem Lira-Verfall in dieser Stärke, wie wir den hatten letztes Jahr. Das liegt auch am Finanzmarkt, an der Finanzmarktdynamik, und die ist manchmal sehr destruktiv, und da war die eben auch am Werke letztes Jahr, und dem ist eben leider auch die Türkei zum Opfer gefallen. Und ich glaube außerdem auf lange Sicht, die türkische Wirtschaft ist nicht so schwach und ist nicht so instabil, wie man das momentan gerade glaubt. Aber damit sie wieder auf die Beine kommt, braucht es eine vernünftige und eine pragmatische und eine besonnene Politik auch in der Türkei. Und danach halten wir Ausschau nach solchen Anzeichen für so eine Politik hier auf dem Kanal, und das machen wir auch in Zukunft. Und nicht vergessen, es gibt nicht nur unseren Kanal, es gibt auch die Zukunftsmärkte Reports, und da gehen diese Woche raus zwei Goldaktien, zwei Empfehlungen aus dem Goldsektor, und unsere Reports, die sind natürlich auch umsonst und unverbindlich, und wer die Empfehlungen haben möchte und wer es noch nicht gemacht hat, am besten jetzt gleich anmelden. www.zukunfts-märkte.de. Der Link, wie man das alles schreibt, ist auch nochmal hier unter dem Beitrag. Vielen Dank. Wir bleiben dran natürlich an der Türkei. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg immer bei der Geldanlage, viel Spaß bei allem und natürlich wie immer herzlichen Dank auch fürs Zuschauen.